Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 3 ODST. Ja, ich habe die Leute erstmal ein bisschen vorlaufen lassen, währenddessen ich einmal kurz auf YouTube war. Und die haben anscheinend den Panzer platt gemacht, die haben alles Nervige platt gemacht und so. Oh Gott, die haben den Panzer nicht platt gemacht! Was du nicht sagst, mein Freund, dass mein Banshee kaputt ist. Ne, egal, gut, wir haben einen Safe Point, alles ist gut. Den Panzer haben sie nicht kaputt gemacht übrigens, nein. Hätten die gerne machen sollen, aber... Okay, die haben ja gar nichts gemacht, was... Ich war... Deine Mutter ist kaputt! Um Gottes Willen! Freunde, helft mir! Steht doch nicht einfach so nur da rum! Macht das Ding kaputt! Die treffen ja nicht mal. Aufmachen! Ihr kleinen Spastis! So, was ist da oben? Was soll denn das? Was ist das? Irgendwelche Energiequellen? Erinnert ein bisschen an Halo Wars, was die da gebaut haben. Sehr viel Allianz. Sie sammeln sich um einen Krater des Slipstream-Flusses. Nach sie wohl suchen. Der Captain wüsste das bestimmt. Da haben sie vermutlich recht. Tja, sie weiß es auch. Wie beim letzten Mal, Gunny. Ausspringen und Schalter drücken. Ja, lass mich erstmal hier alles clearen, ja? Hier muss erstmal alles clear sein. Mein Motto ist hier in Halo 3 ODST, keep it clean. Und deswegen machen wir es clean. Wen greift ihr da eigentlich noch an? Naja, ist ja auch egal. Gut. Ich habe mir einen neuen Banshee besorgt. Das sollte schon reichen. Und dann öffnen wir mal die Tour. Wir öffnen die Tour. Oh nein, ich weiß, was kommt. Verdammt, die Tür klemmt. Hat wohl keine Energie mehr. Ich gehe zu Fuß und versuche durch den Tunnel weiterzukommen. Naja, chillt ihr nur da oben. Gar kein Problem. Ich mach das schon zu Fuß. Ich bin sowieso in Halo sowieso der Fußgänger. Ich mag das eigentlich nicht, so mit Fahrzeugen. Aber Banshee ist da eine Ausnahme, weil... Keine Ahnung, Banshees mochte ich schon immer. Also gut, hier haben wir eine... Was bist du denn eigentlich? Ich hab gedacht, das wäre irgendwie Overshield oder so. Kann natürlich sein. Ich kann es nur nicht benutzen. Also das hier ist übrigens für Legendär, falls man es für Legendär macht, aber... Wir gehen erstmal zu Fuß und freuen uns unseres Lebens. Wir machen hier einen auf den hier. Da kommt ein Grunt und will sterben. Gar kein Problem, das gönnen wir ihm natürlich. Achso, das ist ein Brute. Oder oben... Ah, ich wollte raus aus dem Zoom. Ja, jetzt macht er plötzlich sein Bubble-Schild auf, ja? Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Aber ich weiß, wie wir das lösen. Okay, nein, das funktioniert nur in Halo 4 übrigens. Ich hätte schwören können, das geht auch hier. So. Ist gut, Grunt, ist gut. Du chillst, ich töte. Tja, das habt ihr gut erkannt, dass das eine Granate ist. Ich brauche eine neue Waffe. Danke. Achso, der hatte ohnehin kein Schild mehr. Hör doch auf mich zu blenden, ich sehe nichts. Du! Oh, toll, super. Perfekt gezielt. Oh, da ist ein Ingenieur. Warte. Ach, der ist unsichtbar. Ich dachte, was schießt die Wand auf mich? Ihr mit eurem Kack-Ingenieur, ne? Nimm dies, Ingenieur! Ist gut, beruhig dich, Kleiner. Ach, toll, ich seh ihn nicht. Du mit deinem dämlichen Schild, weißt du was? Ist mir jetzt scheißegal. Nimm das! Noch einer, der hier eine Franzwurst machen will, oder was? Hä? Hä? Will ich meinen. Ah. Oh mein Gott. Verziehen Sie sich bitte, Sir. Okay, wir haben den Helm abgeschossen. Ab jetzt wird das ein Kinderspiel. Ich nehme mal die bessere Sniper hier. Hä? Auf dir ein Schild zu geben. Fair, unfair. Oh Gott. Friss die Brandgranate. Haha.
Damit hast du nicht gerechnet, wa? Spasti. Also gut, ich habe mich zwar gerade ein bisschen selbst verbrannt, aber mit ein bisschen Glück ist hier irgendwo ein Heal und... Was willst du denn? Okay, ich bin nicht gerade für Nahkampf gut ausgerüstet in meinem Leben, aber... Er sieht mich nicht! Haha! 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 Ja, genau! So, und du bist... Oh, ich bin tot! Was? Nimm die Granate, danke! Er muss herkommen, wenn er Schläge will. Okay, ich komme! Hä? Hä? Wo bist du denn hingelaufen? Das könnte ein bisschen gefährlich werden mit der Kiste da. Aber egal. Sehen Sie am anderen Tunnelende nach, Gunny. Da könnte ein Generator. Ja, wait a second. Ich glaube, hier ist Leben. Leben? Ja. Oh, kein nerviges Piepen mehr, Freunde. Wir haben es geschafft. Ab jetzt wird's easy. So, was machen wir als nächstes? Irgendwie Knöpfchen drücken, ja? 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 Irgendwo hier? Keine Unsichtbaren mehr, die nerven? Nein? Soll ich jetzt hier drauf drücken oder? Nee. Hey. Auch keine Questmarkierung. Ich denke, dass der Generator hier ist. Ich bringe einen Sender an. Wo? Ja, super, ey. Da komme ich doch gerade her. Hättest du es nicht früher machen können? Spaß. Frage ist, wie kommen wir da rein? Ich glaube, von hier aus. Haben wir noch irgendwas hier zum Sammeln? Wir haben eine Schrotflinte, die wir nicht brauchen. Und einen Stuhl, den wir gerne hätten. Aber er passt nicht zur Einrichtung. Das war's. Die Tür ist offen. Okay, ich hoffe, das ist ein Benji. Weil ich habe keinen Bock zurückzulaufen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir müssen wirklich zu Fuß aus der Stadt raus. Da ist ein Scarab, direkt neben dem Ausgang. Das ist ja echt großartig. Ich kümmere mich schon um den. Ich habe keine Plasmapistole mehr, ne? Naja, ist ja auch egal. So, wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich bräuchte euren Banshee. Und wahrscheinlich ist jetzt der Banshee weg. Ja, ich hab den Banshee weggehauen. Oh, oh Gott, oh Gott! Oh, was? Oh, Hilfe! Nein, ich will nicht das Piepen wieder haben. Nicht das Piepen. Okay, wir müssen jetzt übelst einen Move machen. Und auf den Scarab drauf. Ich bin zwar kein Master Chief, aber das dürfte möglich sein, wenn wir hier vorbeischleichen. Er sieht uns! Nein! Ich bin schneller! Lass mich! Wunderschön. Ja, ich bin verwundet, weil ich runtergefallen bin. Ich Depp. Oh Gott, Freunde, lasst mich. Das ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Wo ist mein Banshee? Ja, super, das ist wahrscheinlich nach oben. Kann ich nicht einfach runterspringen, sterben? Und bin wieder in meinem Banshee drin? Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Haha! Oh, ich hab ein Schild. Was hab ich, ein Schild? Ne, jetzt nicht mehr. Okay. Das sah nur so aus. So, ein bisschen tiefer. Dein Bubble-Schild bringt dir nichts. Hä? Was steht hier? Okay, wir sind hier noch nicht richtig. Der Energiekern müsste woanders sein. Aber ich dachte, das wäre der gewesen. Moment. Nee, das muss die Steuerung sein. Hä? War da nicht der Energiekern? Hey! Wo bist du? Das habe ich gehört, Bam. Das habe ich gehört. Es ist nicht nett von dir. Ach so, ich soll von hinten in den Arsch. Ah, ja, wir nehmen das einfach mal so hin.
Lauf, 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 Gottes Willen, lauf! Oh, ich muss irgendwo hin, wo ich in Sicherheit bin. Um Gottes Willen. Oh Gott. Ja. Ab in den Tunnel, bevor noch einer auftaucht. Ich habe aber auch kein Menschen mehr, Freunde. Da muss ich wohl zu Fuß laufen. Ihr könntet mir die Banshee runterwerfen, das wäre nett. Ah, da ist ein Banshee für mich. Sehr schön. So. Hier können wir natürlich wieder nichts sehen. Verdammt! Noch mehr von ihnen! Halten Sie sie aus, damit wir durchkommen! Bleib weg! Gleich gibt's oh mein Gott! Freiheit. Der Herz drauf. Halten Sie sie ruhig, Mickey. Alles okay? Gut, dass es nicht nach Ihrem ersten Plan läuft. Sehen Sie sich die Tunnel an. Die, die nicht überflutet sind, sind wahrscheinlich voller Bagger. Ich würde nicht mal dahin gehen, wenn Sie es befehlen. Kommen Sie, Veronica. Was könnte wichtiger sein als der Trailer? Meine Befehle. Und Bug? Nennen Sie mich Captain. Mickey, drehen Sie. Und finden Sie einen sicheren Landeplatz. Was? Warum? Ich habe was verloren. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Okay. Und somit geht die Suche nach Veronica weiter. Und wir kehren zurück in die Gegenwart. Da, wo wir hingehören. Kann natürlich sein, dass wir jetzt zum letzten Punkt gehen. Ich möchte natürlich die Virgil-Aufzeichnung haben, alle. Aber wir schauen erstmal, ne? Leer. Es muss benutzt worden sein. Kann mich jemand hören? Hier ist das Captain Veronica Dare. Mein Sender ist aktiv. Ich brauche sofort Hilfe. Hört mich denn jemand? Oh oh. Wir müssen sie finden. Also gut. Kann sein, dass das die letzte Mission sein wird. Hat hier gerade jemand... Achso. Ich wollte gerade sagen, da hat doch jemand irgendwas gesagt. Wir müssen die letzten Aufzeichnungen finden. Virgil, hilf mir bitte. Sag mir, wo es lang geht. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt natürlich im Internet viele Aufzeichnungen, wo die sind. Aber ich weiß es in diesem Moment nicht. Auch nicht ihr kleinen Pisser. Hey, wieso fällst du nicht um? Und du auch nicht. Der ist immer noch nicht umgefallen. Oh, was? Willst du mich verarschen oder was? Das ist doch nicht wahr. Okay, no scope. Ihr wollt no scope. Und ihr? Was wollt ihr denn von mir eigentlich, hä? Ja, dem einen habe ich schon mal no scope gegeben. Boots. Und dem anderen noch. No scope bin ich übrigens besser. Einfach nur, weil ich es nicht mag zu zielen. Ich weiß auch nicht wieso. So. Wen haben wir denn da so Schönes? Natürlich. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, natürlich überlebst du das. Oh ne, ja. So viele Pappenheimer hier. Oh Gott. Okay, dafür habe ich sowieso nicht mehr viel Munition. Ich muss den Typen hier erstmal umhauen. Der hat sowieso keinen Helm mehr, ne? Oder doch? Okay. Du gefällst mir gar nicht, Freundchen. Ich weiß nicht, kann das sein, dass wir am Anfang Virgil ein bisschen übersehen haben? Ach komm, hör auf auszuweichen, ja? Das ist nicht fair.
Das war doch ein Volltreffer, kannst du mir nicht erzählen. Na komm. Aber weißt du was, ist mir scheißegal. Ja, das kann ich auch. So, Virgil, zeig mir deinen verdammten Weg. Wie, ich muss hier... Ich muss hier hin? Was ist denn hier? Hier rein, oder was? Stadtuntergrund. Da möchte ich aber eigentlich noch nicht hin. Wir schauen uns nochmal ein bisschen um. Kann euch schaden, die letzten Aufzeichnungen zu finden, bevor wir beenden. Das ist sowieso ein viel zu kurzes Spiel. Da sollten wir doch schon mal ein bisschen Zeit investieren. Haha! Oh, da ist noch ein zweiter, logischerweise. Nimm die Brandgranate! Ich glaube, das macht hier nicht viel aus. Nimm noch eine! Und die dritte, die ich verfehlt habe. Oh ja, komm, dann nimm halt die Granate. Überleb halt einfach alles. Oh Gott, ich hab mich getroffen. Ein bisschen an den Hals gehen. Okay, dafür habe ich keine Munition mehr. Aber weißt du was, ein kleines Tänzchen dürfte schon reichen. So. Das war doof. Wir müssen den Tanz hinkriegen. Wenn wir den Tanz nicht hinkriegen, werden wir sterben. Also, stecke ich gerade fest. Man muss halt richtig abpassen. Na komm. Okay, das war scheiße. Komm, weißt du was? Ich sterbe einfach mal. Ich habe so das Gefühl, dass das Tanzen mit ihm nicht so leicht ist. Nicht als kleiner, billiger Spacko, wie ich es bin. Oh mein Gott. Wo könnte der Punkt sein? Ah, jetzt bin ich hier schon wieder, ne? Na gut. Wir beeilen uns diesmal ein bisschen. Dann passt das schon. Dann holen wir die Zeit auch auf, die wir gerade verloren haben. Jetzt wird hier nicht mehr rumgespaßt. Jetzt wird hier alles erledigt, was auch nur in entferntesten mit den Gliedern zupft. Na, wo seid ihr, kleinen Spastis? So. So viel zu den beiden. Wir beeilen uns jetzt auch ein bisschen. Ist ja irgendwann genug Spaß, ne? Irgendwann ist ja auch genug. Och, der hat mich schon bemerkt. Gar kein Problem. Sein Kollege tötet ihn schon. Dann kümmern wir uns um den ein bisschen jedenfalls. So, dann ist da noch ein kleiner Spacko-Sniper. Und natürlich, ja, ein bisschen Grunge-Spaß. Ja, ich weiß, du hast Spaß daran, mich abzuschießen. So, dann nehmen wir nochmal kurz seine Munition. Und laufen weiter. Hier müsste irgendwo die Stelle sein, wo wir gerade abgekackt sind. Hier müssen noch irgendwo die Jäger sein. Hallo, Jäger. Hier ist geschlossen. Virgil möchte auch nicht, dass wir irgendwo lang gehen. Das ist halt das Verrückte. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch Aufzeichnungen haben. Und jetzt, wo ich die Geschichte schon zur Hälfte gehört habe, will ich auch den Rest hören. Ganz ehrlich, ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern an die Geschichte. Und letztendlich machen wir es so, wie ich es will. Kontrollpunkt erreicht, ist das nicht schön? Können wir in die Tür rein? Nope. Hä, was stehst du da hier rum? Hier können wir auch nicht rein, ne? Wo könnte die nächste Aufzeichnung sein? Wir brauchen irgendwie noch mehr Hinweise. Übersehe ich vielleicht gerade schon ein Dutzend Hinweise? Laufen wir gerade zurück? Kann es sein? Wir gucken mal kurz auf die Karte. Hier laufen wir eindeutig in eine Sackgasse. Hier ist die Quest. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar. Das reicht mir nicht. Ja, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir. Und ab morgen suchen wir dann erstmal die ganzen Loks. Und dann werden wir die
Kampagne auf jeden Fall beenden. Aber ich denke mal so, ja, ein paar Folgen werden wir noch brauchen, bis wir hier zu Ende sind. Ich möchte noch ein bisschen die Atmosphäre genießen. Ich weiß nicht mehr, wie lange es noch dauert, bis wir es beendet haben. Kann natürlich sein, dass wir jetzt runtergehen in den Untergrund und schon unsere Veronica finden. Jedoch bin ich mir nicht mehr so sicher, da ich lange nicht mehr gespielt habe. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.